Hey Leute, ich bin's SDK von Schalk, den Kumpel, mit einem neuen iOS-Video. Und heute besprechen wir das Thema iOS 6 vs. iOS 7. Was ist besser? Wir gucken uns an, was hat sich im Vergleich von iOS 6 zu iOS 7 verbessert bzw. verändert und ob das eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ist. Wir gucken uns das alles an und beginnen logischerweise mit dem Homescreen. Das ist das Erste, was wir sehen, wenn wir das iPhone entlocken. Wenn wir uns das jetzt ansehen, ohne die Icons zu beachten von den Apps, die man runterladen kann, also die Stock-Icons, die immer schon oben sind am iPhone, wie Nachrichten, Kalender, Fotos, Karten, Wetter und so weiter und so fort, da merken wir schon, da hat sich was geändert. Wir fangen aber, bevor wir die Icons angehen, oben an, ganz oben im Status Bar. Da sehen wir, die Empfangsansicht hat sich geändert. Wir haben jetzt 5 weiße Punkte. Je mehr weiße Punkte von diesen 5, desto mehr Empfang. Logisch. Haben sie halt jetzt anstatt diese Empfangsleiste genommen. Ja, wieso nicht? Ist jetzt nichts Besonderes. Was wir auch merken, die Schrift hat sich geändert, die ist generell jetzt immer Helvetia. Ja, haben sie halt jetzt als Schrift für iOS 7 genommen. Ist jetzt aber auch nur Geschmackssache, wem was besser gefällt. Damals war die Schrift viel dünner noch als jetzt und ein bisschen unlesbar. Das haben sie zum Glück verbessert, weil da haben sich doch ein paar aufgeregt. Jetzt finde ich es aber wirklich okay und wirklich lesbar. Gut, aber jetzt zu den Icons. Da hat sich einiges geändert und ihr seht auch nicht alle Icons, die sich geändert haben hier auf dem Lockscreen. Deswegen springen wir jetzt zu diesem Bild. iOS 6 vs. iOS 7 Icon Comparison. Also besser geht's doch gar nicht. Wir haben hier alle Icons aufgelistet. Maps, Notes, Docs, App Store, Weather, Clock, Phone, was auch immer. Und ich werde meine Meinung dazu abgeben. Natürlich, jeder hat seine eigene Meinung über diese Icons. Aber ich gebe euch, wie gesagt, meine Meinung hier ab. Also Maps finde ich okay, finde ich jetzt nicht unnötig, finde ich eigentlich okay, also ich finde es nicht übertrieben, mir hat das ältere ein bisschen besser gefallen, aber trotzdem finde ich es auf keinen Fall schlecht. Notes ist eigentlich einfach, dass er repräsentiert die Note-App wieder, die ihr ja, wenn ihr die iOS 7 Beta 6 am iPad 2 Video von mir gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich die Notes-App und iOS 7 nicht mag. Aber der Icon spiegelt halt diese App wieder, logischerweise, und deswegen hat sich da nicht viel geändert. Stocks hat sich auch nur so geändert, dass sie sich an die neue Aktien-App anpasst. Und ich finde eigentlich die neue Aktien-App ganz schön. Ich habe sie mal angeguckt, ich benutze sie ja nicht wirklich oft. Und so finde ich sie eigentlich ganz nett gemacht. Der App Store hat sich auch, das Icon ist vereinfacht worden. Und ich muss auch hierbei sagen, mir gefällt der App Store-Icon eigentlich besser. Ich mag diesen simplen viel mehr mit diesem Pinsel, der rechts weggeht, und dem Stift. Das gefällt mir alles sehr gut, war ja damals auch schon so, aber mir gefällt das einfach. Ich finde, das sieht besser aus, weil es nicht so übertrieben ist. Für iOS 7 perfekt. Die Weather App finde ich auch super. Die finde ich sogar, muss ich sagen, besser als die alte, die wir hier sehen. Die gefällt mir besser, weil es einfach klar ist. Was mir noch viel besser gefallen würde, wenn es ein Live-Icon wäre. Wir kennen ja die Clock-App, die wir gleich unterhalb ansprechen können. Das ist ja ein Live-Icon, da bewegt sich der Sekundenzeiger, der Minutenzeiger und so weiter. Kennen wir schon von iOS 6, nur dass sich da nicht der Sekundenzeiger noch bewegt hat. Die geht mit der Zeit, also sie bleibt aktuell. Warum kann man das bei der Weather-App nicht machen, dass dieses Icon, dass es sich ändert, wenn es zum Beispiel regnet, dass der Icon ein verregnetes Icon zeigt. Das wäre alles richtig geil. Aber naja, vielleicht mit iOS 8 oder so. Wer weiß, wann Apple das reinbaut. Zur Telefon-App. Ja, ich muss sagen, ich finde das Grün, das hier benutzt wurde, ein bisschen sehr übertrieben, sehr knallig, würde ich mal sagen. Ich finde das jetzt nicht so schön. Das ist auch der Grund, warum ich das Message-Icon nicht mag. Ich mag dieses knallige Grün nicht. Da gefällt mir der obere Teil vom Phone-Icon bei iOS 6 viel besser. Also dieses Dunkelgrün gefällt mir viel besser als dieses übertriebene, grelle Grün. Bei Passbook finde ich eigentlich okay, gibt es nichts zu meckern. Mail finde ich auch total okay. Fotos, warum man den Icon genommen hat und die Blume vielleicht wieder zu spiegeln, muss ich sagen, finde ich für iOS 7 passt es genau, wenn man die anderen Icons, man kann ja nicht einfach jetzt hier so eine die gelbe Blume nehmen, das würde auch nicht passen, deswegen finde ich das okay, so wie sie es gemacht haben. Der FaceTime-Icon ist ja jetzt auch beim iPhone, das ist ja neu. Der war ja damals nur am iPod sonst normalerweise.
Und auch hier meine Meinung, hätte man den normalen Icon einfach vereinfachen können, aber man wollte halt mehr machen. Jetzt hat man es halt wieder mit diesem, leider mit diesem grellen Grün, aber sonst finde ich es wirklich okay. Und ja, Safari finde ich auch total okay, also da gibt es gar nichts, was ich sagen kann, finde ich okay. Reminders, ja, warum nicht eigentlich, ist doch total okay. Der Newsstand ist auch okay, da gibt es auch nichts zu meckern. Musik finde ich auch, die Musik finde ich generell okay, da gibt es gar nichts. Die Videos hat sich ja nicht viel geändert, finde ich auch okay. Messages, wie gesagt, wenn dieses grelle Grün nicht wäre. Game Center, nein, gefällt mir nicht. Ich mag das nicht, weil aus dem Grund, weil die Game Center App generell einfach viel zu einfach ist wie die Notes App und deswegen mag ich das nicht. Die Notes App und die Game Center App sind die einzigen Apps, die mir unter iOS 7 überhaupt nicht gefallen. Contacts App, also die Kontakte, finde ich eigentlich okay, gibt es nicht viel zu meckern. Kompass ist auch total okay, gefällt mir sogar besser, muss ich sagen. Ich mag dieses Schwarz, gefällt mir besser. Kamera, ja, finde ich auch okay, warum nicht? Kalender, Blödsinn, eins zu weit. Der Rechner finde ich auch total okay. Kalender finde ich auch sehr gut. Ich muss aber sagen, mir hat das alte besser gefallen, das hat dann wirklich wie so ein Kalender ausgesehen. Das jetzt sieht nicht wirklich wie ein Kalender aus. Das ist einfach, oben steht halt. Das ist das Einzige, was mich so an iOS 7 stört. Wisst ihr, das hat man auch bei Game Center und bei Notes gemacht. Und deswegen hasse ich die zwei Apps. Ich hasse sie wirklich. Mir gefällt das Design überhaupt nicht. Dass man einfach so einen weißen Hintergrund hinklatscht, so sieht das aus, oben irgendwas hinschreibt und unten noch was hinschreibt und das war's. Finde ich nicht okay, dass man einfach hier so Bug, weil diese Icon von Kalender ist einfach weiß, oben steht welcher Tag, welcher Wochentag und unten wie kann man das sagen, Tageszahl, ich weiß nicht, wie man das eigentlich sagt, 10 halt, der Tag steht. Ich finde das eigentlich unnötig. Warum muss man das so einfach machen? Ich habe es eh schon gesagt in meinem iPad 2 Video. Ich bin für Einfachheit und ich finde es okay und mir gefällt das ja auch meistens, wie es Johnny Ive gemacht hat. Aber das ist zu einfach. Es gibt auch einen Punkt, wo es zu einfach wird. Der iTunes-Icon, wie gesagt, einfach redesigned. Da gibt es nicht viel zu sagen. So. Jetzt zeige ich euch noch schnell, warum ich die Notes-App nicht so schön finde. Ihr seht sie jetzt gerade. Das ist auf der rechten Seite die iOS 6-App von Notes, von Notizen und rechts die von iOS 7. Und ihr seht schon, bei iOS 6 hat mir das sah wirklich wie ein Notizblock aus und das fand ich immer relativ nice. Und unter iOS 7 ist es einfach ein weißer Hintergrund, wo der Text steht. Und vielleicht ein bisschen papierartig gemacht. Aber ich finde, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das zu einfach, einfach. Zu einfach, einfach. Egal. Ich finde das zu einfach. Und ja, deswegen gefällt mir das einfach nicht. Weiß nicht, wie ihr das findet. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. So, dann kommen wir zu einem Feature, das hat das iPhone 4 nicht, aber dafür das 4S und das 5er und das 5S und das 5C wahrscheinlich auch. Die dann kommen werden, ja, die iPhones werden es auch haben. Und ihr seht es schon, Siri. Siri hat sich ja auch natürlich vom Design geändert. Also es wurde ja wirklich unter iOS 7 zumindest das Design geändert. Ihr seht schon, da habt ihr bei Siri, es ist jetzt nicht mehr dieser, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, der graue Hintergrund. Siri ist jetzt durchsichtig und es ist einfach alles durchsichtig mit dem Helvetia. Und ich finde, und ich muss sagen, das haben sie wirklich gut gemacht, ist, dass sie dieses Glänzende, was man von iOS 6 kennt, umgearbeitet haben in diese Einfachheit von iOS 7, aber hier gefällt sie mir sehr gut. Und das Siri, es gibt ja noch anderes, also Movies und so, sieht alles ungefähr gleich aus, das ist alles so durchsichtig. Gefällt mir sehr gut. Gut. Ui, der Dialekt kommt durch. Sehr gut, wollte ich sagen. Und Siri hat auch neue Features. Es kann jetzt das Bluetooth aktivieren und so weiter und so fort. Und wir können jetzt Siri über Wikipedia Fragen stellen, also zum Beispiel, wie hoch ist der Mount Everest? Also Siri greift jetzt auch auf Wikipedia zu, die größte Informationsquelle. Das ist auch sehr, sehr gut, finde ich. Und das ist Siri unter iOS 7 und ich finde, Siri ist auch viel besser geworden, auch vom Design her. Spotlight-mäßig hat sich auch was geändert, ihr seht auch schon wieder hier den Vergleich. Auf iOS 6 mussten wir einfach vom Homescreen von links nach rechts swipen und dann waren wir beim Spotlight.
einfach oben eingegeben, dann haben wir, wie ihr seht, diese Ansicht bekommen. Das sieht jetzt, wie ihr seht, unter iOS 7 muss man von oben nach unten ziehen. Dann kommt Spotlight, also nichts mehr von links nach rechts. Man kann überall, von egal ob ihr am Homescreen seid oder woanders, also zum Beispiel auf der dritten Seite, auf der vierten, weiß Gott, das ist der Vorteil, runterziehen, dann kriegt ihr Spotlight, da könnt ihr das eingeben, dann kriegt ihr, finde ich, auch wieder diese durchsichtige Übersicht. Ich finde das besser sogar sortiert, also unter iOS 6 übersichtlicher, und deswegen gefällt mir auch das Design von Spotlight sehr gut. Und das mit dem Runterziehen, da man das dann überall anwenden kann, auf jeder Seite, finde ich auch ganz okay. Gut, dann geht's weiter. Wo kriegen wir unsere Apps her? Natürlich vom App Store. Da habt ihr es auch schon im Vergleich. Das sind so Apps, die muss man nur ganz kurz ansprechen. Der App Store hat sich einfach so geändert, dass er angepasst wurde, sodass er iOS 7 angepasst ist. Mehr hat sich da auch wirklich gar nicht geändert und ist auch nichts weiter erwähnenswert. So, dann habt ihr hier iTunes Store, also iTunes, auch hier gleich wie beim App Store, wir haben einfach den iTunes Store, der ganz gleich aufgebaut ist wie der von iOS 6, einfach nur angepasst, so mit den durchsichtigen Hintergründen und halt alles weiß und sehr simpel für iOS 7. Aber ich finde, auch hier ist es nicht so simpel, dass es schlecht aussieht, wie zum Beispiel bei Notes und beim Game Center. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, und jetzt kommen wir zu Safari. Und hier sehe ich schon mein Lieblingsfeature von Safari. Safari hat jetzt diese coole Tabs-Übersicht. Ich finde, die sieht so viel besser aus. Ich habe leider kein Foto gefunden davon von iOS 6 und ich will das auch nicht deswegen nur extra auf mein iPhone wieder iOS 6 installieren. Sorry. Von der Tabs-Übersicht, das sieht so viel schöner aus, finde ich. Es sieht einfach richtig gut aus. Und mehr wollte ich dazu gar nicht sagen, aber das ist neu unter iOS 7. Dann die iCloud, also die Blödsinn, keine iCloud, das lese ich, was sage ich denn? Die E-Mail-App, also die Mail-App, sieht jetzt auch ein bisschen anders aus, muss man nur wirklich ganz kurz ansprechen. Einfach weiß, simpler, mit diesem blau und durchsichtig iOS 7 angepasst, mehr muss man dazu nicht sagen. Die Video-App, wie schon gesagt, hat sich geändert. Man hat jetzt so eine, wie soll man sagen, so eine iTunes-artige Übersicht bei den Filmen, wie ihr jetzt seht, mit Zusammenfassungen, mit Kapiteln, mit zugehörigen Filmen. Das finde ich sehr schön, ist auch gut gemacht worden. Und wie ihr seht, jetzt bei den Musikvideos hat sich auch ein bisschen geändert. Man hat die Länge, Veröffentlichung und natürlich zugehörige unten, und das finde ich richtig cool. Die Größe des Videos auch, warum nicht? Wieso nicht? So, weiter geht's zur Erinnerungs-App. Die hat sich auch ein bisschen geändert. Wir können jetzt Tabs machen, also so eigene Spalten, wie zum Beispiel hier YouTube, Freizeit, Musik und Unterricht und Schule. Und da können wir unsere, wie soll man sagen, Erinnerungen sortieren. Und das ist relativ praktisch, finde ich, weil dann weiß ich immer, ist das jetzt für die Freizeit oder für die Schule und so weiter und so fort. Das ist immer ganz praktisch und finde ich sehr gut. Vom Design her finde ich es auch okay. Das ist noch nicht zu simpel. Es ist schon fast zu simpel, aber es geht noch. Und ja, Erinnerungen. Hat sich sonst ja nicht viel geändert. So, und jetzt sprechen wir ein Thema an, was ich richtig toll finde. Das hat nichts mit iOS 7 zu tun und auch nichts mit iOS 6, aber das muss ich loben. Vor kurzem ist Geekbench 3 rausgekommen und wie ihr seht gerade auf dem Bild, sieht Geekbench 3 sehr iOS 7 mäßig schon aus, und da habt ihr euch auch nicht vertan, Geekbench 3 soll ja jetzt für längere Zeit halten, und deswegen hat man gleich das iOS 7 Design übernommen, und das wird auch bald passieren. Sobald iOS 7 rauskommt, dann wird Twitter umgeändert, Dropbox wahrscheinlich, die ganzen Apps, Instagram, YouTube, alle Apps, einfach alle, Temporan, weiß Gott, sie werden alle umgeändert, um auf das Design von iOS 7 angepasst zu werden. Da bin ich sehr gespannt, wie die das machen. Das bin ich wirklich schon sehr gespannt. Geekbench 3 macht's vor und ich finde das sehr lobenswert, jetzt schon das zu machen. Also hier ein Lob an Geekbench 3. Jetzt zum Multitasking unter iOS 7. Ihr seht schon, wir haben endlich diese tolle Ansicht, wo wir zuerst die Übersicht haben, was die App gerade anzeigt, unten was für eine App es ist, und das ist wirklich praktisch, finde ich, und schöner, das Multitasking, weil es jetzt wirklich Multitasking ist. Ich sehe jetzt die Apps immer, wenn ich sie anschaue und weiß, was habe ich gerade da gesehen, alles sehr, sehr praktisch.
Wie kann ich die Apps löschen? Ist auch anders. Man kann jetzt sogar mehrere, also wenn man mit zwei Fingern die Apps berührt und hochzieht, kann man gleich zwei auf einmal vernichten. Man kann auch drei, vier. Nein, vier geht nicht mehr. Vier sind nicht auf einem Screen. Drei kann man einfach hochziehen. Ich glaube, beim iPad wäre es möglich vielleicht. Vier oder fünf sogar, wenn es geht. Ihr müsst es halt schaffen, dass ihr mit den Fingern fünf gleichzeitig hochzieht. Das ist natürlich dann das Kompliziertere. Aber es ist möglich, wenn ihr mehrere Apps auf einmal schließen wollt, ist das kein Problem. Sonst einfach einen Finger nehmen und hochziehen, die App, und das hat sich erledigt. Die App ist weg. Finde ich sehr gut und mir gefällt das Multitasking viel, viel mehr als unter iOS 6. Dann auch eine redesigned App, aber zum Besseren redesigned, ist die Voice Memo App, also wie nennt man das? Sprachaufnahmen, glaube ich. Ich habe es bis jetzt immer Voice Memos genannt. Sprachaufnahmen App. Wir haben jetzt auch hier wieder schwarz und weiß, relativ simpel gehalten, aber wir haben oben die Ansicht, also wenn wir etwas aufnehmen, ihr seht, wie laut das gerade in dem Moment ist. Und das ist doch wirklich cool. Ich finde, warum hat man das damals nicht gemacht? Ist doch richtig nice. Das ist wirklich gut gemacht. Meiner Meinung nach wirklich toll, und da hat Apple sich Mühe gegeben und da ist Voice Memos viel besser geworden. Dafür ist die App aber erst dann in Beta 2 gekommen, weil es ein bisschen länger gebraucht hat zu machen. Aber dafür ist es sehr gut geworden. Ja, jetzt kommen wir zum Game Center und ihr seht schon, ich habe da nur ein Foto gemacht, um das ganz kurz wegzukauen. Game Center gefällt mir nicht, aus dem Grund, ihr seht es, es ist wirklich, es ist weiß und da sind die Icons hingeklatscht mit dem Text und das war's. Es ist, ich weiß nicht, ich bin wie gesagt für Einfachheit, aber das ist einfach zu einfach. Man kann nicht einfach diese tolle Game Center App damals mit diesem grauen, mit diesem grünen, ich nenne es mal Billardfell, dass man so, das hat so wie dieses grüne Billardfell ausgesehen, das man damals immer rübergelegt hat. Vielleicht Filz, vielleicht war es ein grüner Filzstoff. So hat das ausgesehen, das hat so richtig cool ausgesehen. Warum kann man das nicht simpler machen? Man muss doch nicht einfach alles weiß machen und alles hinknallen. Finde ich schade einfach, dass das Apple gemacht hat, weil so versaut man, finde ich, eine App. Ich finde die überhaupt nicht schön. Vielleicht wird es ja noch verbessert, wenn nicht, kann man auch nichts tun. Ja, und dann kommen wir zu Einstellungen. Und da gibt es wieder mal Lob, dass wir nicht zu negativ werden. Die Icons bei Einstellungen, das habe ich damals schon erwähnt, sind jetzt farbig und nicht mehr so gleich, wie sie damals immer bei iOS 6 waren und auch bis zu iOS Beta 4 hat Apple das eigentlich gehabt. Und dann ist man doch auf die Idee gekommen, warum nicht die Icons farbig machen? Hat man gemacht und jetzt kann man natürlich viel schneller, wenn man sich merkt, dass das mobile Netz ein grün Icon hat, findet man das natürlich schneller. Es sind jetzt vielleicht nicht viele, ist vielleicht eine Sekunde Suche, aber trotzdem, es wird Zeit erspart und es ist simpler und einfacher zu finden. Und das, finde ich, ist trotzdem eine gute Änderung. Ein kleiner Change mit großer Wirkung. So, zum Kalender. Seht ihr jetzt mal die Jahresübersicht. Ich finde die Jahresübersicht sehr cool, die muss ich kurz ansprechen. Der Kalender, auch hier angepasst, weiß. Und hier zeige ich, wie Apple das macht. Hier, finde ich, passt das weiß. Weil ein Kalender ist weiß. Und wenn man das gut macht, dann passt das auch. Aber man kann nicht Game Center, aber das lassen wir jetzt einfach. Wie gesagt, das ist okay hier. Die Jahresübersicht finde ich sehr cool. Die sieht so aus wie auf den Kalender, die man auch kaufen kann. Deswegen relativ nice. Dann sehen wir hier die Monatsansicht. Die finde ich auch gut, weil wir haben jetzt hier unten einfach den Punkt unter dem Tag und der sagt uns, an dem Tag passiert irgendetwas. Ich hätte, was ich noch besser gefunden hätte, wäre, wenn dieser Punkt die Farbe hätte für, weil die ganzen Erinnerungen haben ja Farben für privat, gemeinsamer Kalender, und eine andere noch, die ich jetzt nicht genau weiß, ich glaube für Kalender alleine, wenn dieser Punkt diese Farben hätte, also dass ich einstellen kann, Geburtstag hat die Farbe und so weiter, und dann sehe ich an der Farbe, ob es ein Geburtstag ist oder nicht. Das wäre noch cool, wenn das Apple machen würde. Ob es passiert, weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber trotzdem wäre es wirklich cool, meiner Meinung nach wäre das relativ nice. Von der Wochenübersicht her kommt dieser Feature, den ich am Kalender richtig geil finde. Wir haben so eine Art farbigen Balken, wie ihr hier seht. Und dieser farbige Balken beginnt dort, wo ich anfangen sollte aufzunehmen, beziehungsweise da, wo das Event beginnt und da, wo es aufhört. Und das ist relativ praktisch, weil man sieht auf den ersten Blick, was ist es, wo passiert das und wie lange und wann beginnt das. Ist relativ praktisch und ich finde das wirklich cool. Und wie ihr jetzt zum Beispiel seht, wenn man da in Landscape geht, ist das dann noch viel geiler, weil man dann hier
so richtig eine tolle Übersicht hat und schnell, wirklich ganz schnell sieht, was wann wo. Das finde ich wirklich gut. Da muss ich sagen, hat das den Kalender, hat Apple wirklich gut vereinfacht und gleichzeitig besser gemacht. So, jetzt zu einer App, die sie wirklich sehr viel gefreut haben. Das war die Wetter-App. Ja, Apple hat endlich auch die Wetter-App unter iOS 7 bearbeitet. Wir haben jetzt nicht mehr dieses Wetter-App-mäßige, was ihr jetzt hier auf der linken Seite seht. Das war halt normal, das war okay. Aber dann kam die Yahoo-App fürs Wetter raus und dann habe immer nur die Yahoo-Wetter-App benutzt, weil die genauso ausgesehen hat. Hat Apple wahrscheinlich dann auch mitgekriegt, dass diese App gekommen ist, weil es war einfach geil mit diesem der Aufbau und dann haben sie das übernommen von Yahoo. Und was das Coole ist, am Foto erkennt man es ja nicht, aber der Hintergrund ändert sich nach dem Wetter und das bin ich ein ganz großer Fan davon. Und es bewegen sich auch, die Wolken bewegen sich normalerweise am iPhone dann. Und das ist richtig cool. Und wenn man auch noch auf dieses Dat auf die, na, auf die Temperatur klickt, dann kriegt man Informationen wie Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich finde das Design der neuen Wetter-App generell geil. Und wenn man jetzt zum nächsten Bild geht, wenn man jetzt auch noch das Bild zusammenzieht, kriegt man eine Übersicht von allen Orten, die man seiner Wetter-App hat, kriegt sogar die Uhrzeit, also es ist auch eine weltweite Uhr eigentlich gleichzeitig. Und man sieht halt, da sieht man auch, was ich meine mit unterschiedlichen Icons für unterschiedliches Wetter. Und das finde ich relativ nice und die Wetter-App ist auf jeden Fall besser denn als die unter iOS 6. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema und das letzte Thema wäre ja das Dienstprogramm. Ah, kommt davon, wenn ich lese, wie der Ordner heißt. Natürlich nicht. Es geht um die Ordner. Die Ordner haben sich auch ein bisschen geändert. Erst zum Design Change. Wir sehen hier, es ist durchsichtig, also der Ordner ist durchsichtig geworden und wir sind so happy. Die Ordner können jetzt mehrere Seiten haben. Also es gibt dann, ihr könnt unbegrenzt, ihr könnt alle eure Apps, wenn ihr wollt, in einen Ordner packen. Das ist so geil, weil wenn ich mir vorstelle, unter iOS 6, ich hatte drei Ordner mit Spielen, jetzt habe ich einen Ordner mit Spielen und da ist alles drin und das ist so viel besser, als man hat einen Ordner mit Spiele 1, Spiele 2, Spiele 3, und die sind dann irgendwo und dann, pff, jetzt hat man, kann man in einen Ordner so viel tun, wie man will, Gott sei Dank. So, und jetzt noch zum letzten Design Change zur Foto-App. Ihr seht sie jetzt zur Kamera-App, nicht zur Foto-App, zur Kamera-App. Sorry. Jetzt fällt mir auch noch auf, was ich euch noch zeigen werde. Sorry. Es ist so viel, wisst ihr, das kann man sich gar nicht merken. Aber zuerst zur Kamera-App. Also zuerst zum Design. Zuerst nur ein bisschen Design Change. Aber dann sehen wir hier unten drei farbige Kreise. Wenn man die draufklickt, dann kriegt man etwas, wo man sich denkt: Danke. Ja, Apple hat endlich Filter in die Kamera-App eingebaut. Gott sei Dank. Das Ganze gibt es auf iPhone und iPod. Am iPad logischerweise nicht, denn da hat man eh Fotobooth, da hat man eh seine Filter. Da braucht man sie nicht. Aber Gott sei Dank hat man das auch endlich beim iPhone und beim iPod direkt in die Kamera eingebaut. Und somit kommt man ein wenig näher an die ganzen Kamera-Apps von Android ran. Ein wenig, aber es ist schon der Schritt in die richtige Richtung. Also Kamera-App hat sich auf jeden Fall verbessert. So, da jetzt hier schnell ein Bild von der Stock, also von der Aktien-App für alle, die es interessiert, für euch alle kleinen Investoren da draußen. Wenn ihr wissen wollt, wie eure Apple-Aktie gerade aussieht, dann könnt ihr hier gucken. Ihr seht, das Ganze ist schwarz gehalten, ganz simpel mit diesen Balken, halt rot für negativ, grün für positiv oder gleich geblieben, das ist eh wie immer. Es ist einfach nur jetzt mit schwarzem Hintergrund gemacht und ich finde, das passt so gut für solche Aktien-Apps. Muss ich sagen, vom Design her viel besser eigentlich als die von iOS 6, wo alles so blau war. War auch schön, aber das finde ich noch viel besser. Da finde ich sogar, ist weniger mehr bei dieser App. Das ist die Aktien-App. Und jetzt kommen wir zu einem Feature, den kann ich euch nicht bei iOS 6 logischerweise zeigen, denn der ist neu. Das Kontrollzentrum, Gott sei Dank, von
unten nach oben ziehen, da kommt es schon mit diesen kleinen oberen Toggles, die wir uns schon so lange gewünscht haben. Wir können schnell in den Flugzeugmodus, schnell das WLAN ausschalten, schnell das Bluetooth ein- und ausschalten, nicht stören aktivieren, die Ausrichtungssperre aktivieren oder nicht aktivieren oder deaktivieren, die Helligkeit einstellen, Lieder starten, AirDrop aktivieren und, ach, jetzt komme ich gar nicht mehr mit, AirPlay aktivieren, das ist alles da. Und unten haben wir noch Shortcuts mit auf unsere, meine Güte, mir fällt es nicht ein, Taschenlampe, das haben wir jetzt auch. Wir können direkt das Licht aktivieren als Taschenlampe. Danke Apple, brauche ich keine App mehr. Wir haben einen sofortigen Zugriff auf die Stoppuhr, auf den Taschenrechner und auf die Kamera. Und das ist wirklich super. Ich finde, das Kontrollzentrum ist wirklich nice und das hat Apple wirklich gut gemacht. Richtig, richtig gut. Was ich auch gleich hier erwähnen kann, AirDrop wurde auch zu iOS 7 hinzugefügt. Das gibt es jetzt, aber leider, ich glaube, nur für, nicht für iPhone 4, soweit ich weiß. Das finde ich irgendwie schade, weil ich meine, das hätte das iPhone 4 doch noch geschafft. Aber ja, AirDrop wurde halt jetzt hinzugefügt zur Verbreitung von Videos, von Fotos, was auch immer man verschicken will an seine Freunde. Der einzige Nachteil, die Freunde müssen leider in der Nähe sein. Also sie müssen irgendwo gleich neben dir sitzen oder so im besten Fall. Dann ist das möglich, sonst leider nicht. Also vielleicht nicht die beste Variante, aber ja. So, und jetzt zur Foto-App. Die Foto-App hat sich auch ein bisschen geändert. Denn es gibt eine neue Sache, und die heißt Momente. Apple nennt sie Momente. Das Einzige, was es tut, es sortiert eure Fotos nach Tag und schreibt oben hin, wo das war. Und da ist es wirklich verdammt genau. Und was das richtig Tolle daran ist, es sieht toll aus. Wenn ich mich erinnern kann, als damals an die iOS 6 App, wie ihr sie auch gerade seht von links, wir haben hier einfach die Bilder. Das war's. Man hat die Bilder und man muss dann halt auf die Karte gehen, um sie zu sehen. Aber wenn ich jetzt genau wissen will, wann war denn das und solche Sachen, ich weiß gar nicht, ob uns das angezeigt wurde in iOS 6, wenn ich wissen wollte, wann das war. Egal. Auch so habe ich sie geordnet. Wenn ich wissen, ich will nur die Fotos haben, die ich zum Beispiel in Wagerberg aufgenommen habe, dann kann ich das sofort finden. Es ist richtig, richtig genial und ich finde, Momente ist wirklich eine ganz tolle Erweiterung zur Foto-App. So. Und jetzt haben wir es geschafft. In 27 Minuten alles durchgemacht. Ich habe es eh versucht, relativ schnell zu machen, denn da ist wirklich viel anzusprechen. Es hat sich ja doch viel geändert. Und der iOS 7, auch wenn das nur das Design ist, aber auch das macht etwas aus. Aber jetzt haben wir es durchgesprochen. Und jetzt kommt meine Meinung dazu. Was ist besser gewesen? Insgesamt ist iOS 7 auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. Also ich finde iOS 7 eigentlich jetzt schon besser, weil es endlich eine Veränderung ist im Vergleich zu was wir damals gehabt haben. Wenn man überlegt, von iOS 1.0 bis zu iOS 6.0 oder 6.1.3 oder 6.1.4 am iPhone 5 hat sich gar nichts geändert. Also ja, sicher Passbook und Karten und weiß Gott was ich, halt alles zu kleine Erweiterung, aber designmäßig hat sich nichts geändert. Es war immer das gleiche System. Von den Icons her und so weiter auch. Und das fand ich irgendwie schade. Es ist langweilig geworden mit der Zeit, weil man immer das gleiche hat. Und jetzt hat Apple endlich mal den Mut zusammengenommen, hat den Leuten zugehört, die immer gesagt haben, hallo Apple, wir möchten was Neues, und haben das alles redesigned. Und allein schon deswegen finde ich iOS 7 besser. Warum ich es auch noch viel besser finde, iOS 7, ist wegen dem Kontrollzentrum, weil das Notification Center besser geworden ist. Wenn ihr wissen wollt, wie das ist, könnt ihr ja, wie gesagt, immer iOS 7 Beta 6 Video von mir ansehen. Findet ihr am Kanal. Nicht schwer, oder ihr wartet auf den Outro, dann kriegt ihr auch die Verlinkung dazu. Und ja, ich finde einfach iOS 7 mit seinen ganzen, mit den Filtern in der Kamera-App, mit dem Kontrollzentrum, damit dass die in den Einstellungen die Icons jetzt bunt sind, die neue Wetter-App und die neuen Features in der Foto-App, also beziehungsweise Momente und die Kalender-App, die mir jetzt viel besser gefällt. Das ist alles, das sind diese kleinen Sachen, die es so viel besser machen. Und ich finde einfach, iOS 7 ist so viel besser als iOS 6, allein wenn man schon von der Beta-Version ausgeht, weil wenn sich ein paar Leute an die iOS 6 Beta erinnern können, das war nicht so prickelnd. Also das war jetzt nicht, das war eher die Bug-Edition, so wie man sagen könnte.
iOS 7 läuft eigentlich sehr gut, ich muss sagen, also auf einem iPhone 5 auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, also jetzt sagen die Leute ja, neuestes Handy, ist auch klar. Aber unter iOS 6, die Beta, dem ARM 4S jetzt auch nicht so, also da waren eindeutig Fehler. Oder bei iOS 7 Beta 1 waren natürlich auch Fehler, aber nicht so, wie es bei iOS 6 war. Und deswegen ist auch schon allein die Beta viel besser und Apple hat viel dazugelernt von iOS 6 auf jetzt. Und ich finde, das merkt man auch. Und deswegen gefällt mir iOS 7 besser als iOS 6. Und ich finde, es ist eine gute Veränderung, eine Verbesserung im Vergleich zu iOS 6. Und allein deswegen werde ich es mir auch gleich runterladen, wenn es released wird. Wie findet ihr iOS 6, Leute? Ihr schreibt es mir in die Kommentare. Warum findet ihr iOS 7 besser als iOS 6? Oder findet ihr gar iOS 6 besser? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen, eure Meinung. Bis dahin würde ich mal sagen, ciao von mir, SDK. Bis dahin. Unterschiedlicher Ton, orange, grün, lila, rot, ein anderes blau, grau, und das Ganze hilft, denn so findet man leichter die Einstellungen, die man braucht, und das ist natürlich ein Vorteil, und es sieht nicht alles so gleich und monoton aus, was ein Vorteil ist.